Liebe Freunde, ich melde mich aus Altenessen. Wir sind hier an der Bezirkssportanlage, nur wenige hundert Meter vom Bahnhof Altenessen entfernt. Hier hat sich gestern wieder richtig was zugetragen. Es gibt einen neuen Höhepunkt der Clan-Auseinandersetzungen. Zwei Fußballspiele wurden hier abgebrochen. Laut WAZ hat eine Hetzjagd stattgefunden. Es kam Pistolen zum Einsatz, es gab Schüsse, Messer, Macheten, eine Massenschlägerei. Also alles, was wir eigentlich schon länger kennen, nur nicht so geballt. Die ganze Straße war gesperrt, 200 Polizisten waren im Einsatz. Es war richtig was los. Und welche Schlüsse ziehen wir daraus? Ich weiß es leider schon vorher. Also wenn wir das Ordnungsamt oder die Polizei fragen, wird hier in Altenessen immer nur alles besser. Und wenn wir die Politiker hier fragen, dann ist das einzige Problem, was wir in Altenessen haben, die AfD. Also ich kann es nicht mehr ertragen. Diese Realitätsverweigerung der etablierten Parteien, des Ordnungsamtes und der Polizei muss endlich aufhören. Wir müssen die Clan-Kriminalität endlich in den Griff kriegen und vor allen Dingen müssen die Täter endlich bestraft werden. Denn das hat in der Vergangenheit überhaupt nicht funktioniert. Auch nach den letzten großen Auseinandersetzungen im letzten Jahr gab es nicht eine einzige Verurteilung. Nicht eine einzige. Und darüber bin ich einfach nur entsetzt und damit muss endlich Schluss sein. Glück auf!